Sehr süß. Wie hübsch. Ja. Gerade rechtzeitig. Wofür? Oh, wow. Ich weiß, es war seltsam, mehr als einmal, aber ich fand das schön. Ich auch. Da ich nun den Weg hierher kenne, könnte ich jederzeit wiederkommen, oder? Wann? Weiß nicht. Wenn alles vorbei ist. Also nach Ragnarök? Ja. Klar. Da habe ich noch nichts vor. Na komm, du schaffst das. Was ist hier oben? Eine Abkürzung. Braves Mädchen. Du schaffst das, Jatla. Ich glaub an dich. Gönn dir, Jatla, eine Pause. Das war übrigens ernst gemeint. Wirklich. Über deine Bilder. Sie sind wirklich gut. Willst du mich aufmuntern? Ja. Funktioniert es? Frag mich noch mal in. Wurde auch Zeit. Was zum? Halt's Maul. Bin spät zum Jammern. Wer war das? Grilla. Sie. Nein. Was ist los mit ihm? Ich kann nichts fühlen. Nichts zu fühlen. Grilla hat seine Seele weggeflüstert. Weißt du, wo sie wohnt? Was hast du denn vor? Ich habe schon genug Wölfe begraben. Folge mir. Hier ist noch eine. Also ist Irpa der Rudelführer? Ha, nein, das ist Note, eine der Rudelelfen. Pass auf, diese Wesen sind schnell. Verstanden. Thank you.
Hier! Ich bin da! Wenn wir Grilla begegnen, halte ich bitte zurück. Warum? Sie ist meine Großmutter. Was? Sie war nicht immer so. Als sie erfuhr, dass mein Vater nichts tun würde, um sein Schicksal abzuwenden, wurde sie anders. Verstehe. Wir müssen wohl irgendwie da durch. Ist das wie einer der Bäume von vorhin? Siehst du irgendwas auf der anderen Seite? Ich gucke. Hier viele Riesen? Wie lange? Du fragst wegen deiner Mutter. Vor meiner Geburt lebte sie ein ganzes Leben, von dem ich überhaupt nichts weiß. Tut mir leid. Ich weiß nichts über sie. Deine Mutter verließ die Riesen lange bevor ich zur Welt kam.
Lauter, los! Das ist Grilas Heim. Kein Licht. Vielleicht sieht sie nach ihren Fallen. Aber drin könnten mehr Tiere sein. Dann lieber schnell. Da oben ist noch ein Eingang. Wir müssen einen Weg dorthin finden. Auf der anderen Seite könnte ein Weg sein. Ich komme nicht rüber. Also, Krela, wozu braucht sie denn überhaupt Tierseelen? Sie kann Momente aus ihrem Leben erleben. Endlich frei fühlen. Der Wind in ihrem Fell beim Rennen. Sich nur darum sorgen, was sie jagen und wo sie schlafen soll. Aber es ist nicht echt. Oh. Krela ist noch weg. Wow, ist das alles riesig. Wo ist der Wolf? Da drüben ist eine Tür zum Keller. Vielleicht hält sie die Tiere dort unten. Der Schlüssel steckt noch. Du musst ihn nur drehen. Loki. Hey, wir kennen die Zukunft. Und in der hat deine Oma uns nicht umgebracht. So läuft das nicht. Fast geschafft. Hab's. Ich höre im hinteren Teil des Kellers etwas. Ich auch, aber ich höre keine Stimme. Wir müssen irgendwie daran vorbei. Jaulwurf! Das war's. Ich kann gar nichts fühlen.
Wie bei der anderen. Sie nahm ihre Seele. Wir können nichts mehr tun. Halt das. Was willst du? Du hast keinen der Riesen nicht gemocht, oder? Was? Ist egal. Die hier. Nein. Lass es. Deine Mutter sagte, ich finde ihren Zweck. Ja, irgendwann. Ich habe sie dir gerade gegeben. Ich weiß. Aber sollen sie versteckt bleiben? Ewig? Und wir können sie nicht sterben lassen. Bist du sicher? Nein. Gar nicht, wie man das macht. Na gut. Also, zusammen? Weg, ja? Weg, ja. Das war's? Wo geht sie hin? Hat's gewirkt? Ich weiß nicht. Hier. Gibst du etwa jetzt schon auf? Sie sind deine Verantwortung. Ja, ich weiß. Es ist... Ich finde... Du solltest sie verwahren. Loki, bist du sicher? Nenn mich Atreus. Na schön. Gehen wir zurück. Wieder die Treppe hinauf. Tut mir leid, ich wollte... Wir müssen auf dem gleichen Weg wieder verschwinden. Sie darf nichts merken. Dann sollten wir diesen Becher lieber zurückstellen. Wir müssen die Tür schließen. Ich mach schon. Du wirst gleich alles vergessen. Nein! Aber
sie will ihn töten. Nein, wir werden sie aufhalten. Das geht uns schon viel zu lang. Sie ist krank. Weißt du, du solltest mir danken. Was braucht ein Körper eine Seele? Die sorgt nur für Schmerz. Da bin ich fast neidisch. Da, der Kessel. Ohne den hat sie keinen Nutzen für die Seele. Ich lenk sie ab. Du befreist den Wolf. Dann zerbrechen wir den Kessel. Sicher? Nein. Aber anders geht es nicht. Los. Was? Ich sagte doch, du sollst nie wiederkommen. Das stimmt. Guck mich an. So viele Dinge habe ich vergessen. Doch du wehrst dich dagegen. Es muss aber nicht so sein. Wenn Ragnarök wirklich kommt, wollen wir uns hier nicht gemeinsam stellen? Wozu ist Schicksal je gut gewesen? War es Schicksal, dass deine Mutter so früh ging? War die närrische Hochzeit deines Vaters etwa Schicksal? Ich werde dich nicht aufgeben. Oh. Du hast deinen Freund mitgebracht. Loki! Loki? Lass ihn kommen! Raus aus meinem Haus! Hör ihr durch, folge mir. Schnell! Verschwinde hier! Hier lang. Ganz genau. Lauft! Hier hoch. Da geht es zurück in ihre Küche. Wo bist du? Willst du wirklich dahin zurück? Ich sagte doch, ihr müsst... Kann ich hören. Da drüben. Du musst den Kessel zerstören. Kannst du rüberschwingen? Wo bist du hin? Hä? Versteckst du dich? Du hättest lieber bei deinen Gemälden bleiben sollen, Mädchen. Sofort weg da! Reiter aller Götter, in meinem bescheidenen Heim. Willst du etwas Spaß haben, bevor dein Vater krepiert? Hm? Red nicht über meinen Vater! Du wirst ein guter Stallbursche für Odin. Halt's Maul! Er wird bestimmt ein so guter Vater, dass du deinen alten Elu vergessen wirst. Halt's Maul! Du musst die Huhn auf ihrem Kessel treffen! Warum lässt du mich nicht in Ruhe, Mädchen? Das geht nicht mehr! Zoll! Ja, komm! Ich bin Atreus!
Beschämt mich, mit dir verwandt zu sein! Das meinst du nicht so! Sollt ihn kommt! Niemand zerstört ihn! Ziel auf den Kessel! Los, weg von mir! Loki! Nein! Ja! Lagerhand unten hier! Schnell runter vom Boden! Ihr seid jämmerliche Riesen! Alle beide! Da drüben ist eine Terme! Wenn ich die treffe, betäube ich sie vielleicht! Gott, wie klemmt! Toti, Köpfe! Beschämt mich, mit dir verwandt zu sein! Das meinst du nicht so! Und dann die Klemmt! Fasst meinen Kessel nicht an! Hat euch ja! Niemand zerstört ihn! Den ganzen Blenden! Stay Funa! Alte Bruder, pass auf! Geh da runter! Ich hab dir doch nichts getan! Du kannst nicht weiter sehen stehen! Das sind nur Tiere! Lass mich in Ruhe! Stay tuned! Oh. Oh. Oh.
Hätte ich dich nur an die Wölfe verfüttert, nachdem ich dich aus deiner Mutter geholt habe! Hau ab! Aber... Hau ab! Nein. Meinst du, du hättest hier etwas erreicht, Enkelin? Du bist ein Nichts und niemand wird sich je an dich erinnern. Nicht einmal Loki. Du wirst nur ein vergessenes Kapitel in seiner Geschichte sein. Er wird damit beschäftigt sein, um seinen Vater zu trauern. Sehe ich dich noch mal? Wirst du wünschen, du wärst tot wie deine Eltern? Glaubst du wirklich, wir sollten sie hier lassen? Was, wenn sie rauskommt und... Sie ließ mir immer Essen da. Was? Sie sagte, dass ich ihr egal wäre, aber... Manchmal wachte ich auf und es lag ein Laib Brot direkt neben dem Feuer. So gebacken, wie sie es immer getan hat. Sie ist kein Monster, weißt du? Sie ist verloren. Wollen wir gehen? Zurückgehen. Du warst länger weg, als du dachtest. Angra Boda. Schon gut. Das war schon lange abzusehen. Wir sind zurück, sobald wir den Pass hinter uns haben. Also dann, wer 2 von 3 gewinnt? Atreus. Vetren, komm! Ich durchschau dich. Gib einfach zu, dass du eine Revanche willst. Will das? Das letzte Mal habe ich gewonnen. Das war doch unentschieden. Ziemlich sicher nicht. Dann zeig es mir. 1, 2, 3, los! Gut. Kommst du oder nicht? Los, los, los! Ein Fuchs? Das wirst du nicht! Achtung, Kurve! Ich verstehe leider kein einziges Wort! Dieses Feld duftet so unglaublich! Ich schätze, so kannst du viel besser riechen! Lass dich nicht ablenken! Aisha, schneller! Jetzt haben wir ihn! Glaube ich kaum. Hopp! Wow! Lässt du dich etwa wieder von mir schlagen? Jetzt bestimmt nicht. Fast geschafft. Ich musste mich richtig anstrengen. Anstrengen? Der magische Fuchs ist für dich gerannt. Loki, Atreus, vielen Dank. Tut mir leid, dass sie so zu dir war. Mir auch. Also, ich schätze, du bist bereit, nach Hause zu gehen. Komm zum Schrein, wenn du bereit bist. Muss ich denn gehen? Nur wenn du auch willst. Deine Prophezeiung war nicht so eindeutig, wann du gehen musst. Meine Prophezeiung.
Ohne Seelen haben sie vergessen, wie man Futter sucht, wie man rennt. Ich bringe sie her, weil sie alleine nicht überleben würden. Aber mit diesen Seelenmurmeln könntest du... Nein. Tut mir leid. Es ist nur... All das. Diese Prophezeiung. Das ist zu viel. Du hast noch Grünknollen, oder? Fütter die Tiere, wenn du willst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, die Grünknollen zu sammeln. Die Tiere werden dankbar sein. Und ich auch. Oh, gern geschehen. Es war schön. Ich wusste nicht, wie verschieden sie alle sind. Sie liegen dir sehr am Herzen, oder? Ja. Glaubst das immer noch nicht, oder?
Ich kann nicht. Du hältst mich für albern. Ich glaube, du liebst deinen Vater so sehr, dass du dir nicht vorstellen willst, dass er verletzt wird. Komm her. Ich muss dir etwas zeigen. Lofei? Meine Mutter? Ich wünschte, sie wäre nicht leer. Aber... ich weiß, wie es ist, Eltern zu verlieren. Alle beide. Deine Mutter mag tot sein, aber dein Vater... ihr habt noch Zeit für den Abschied. Ich weiß, was du sagen willst. Und weiß es zu schätzen. Wirklich. Aber... keine Ahnung. Wir müssen doch mehr sein als Geschichten, deren Ende schon feststeht. Was wird jetzt mit dir? Ich weiß nicht. Wie gesagt, sobald du weg bist, ist mein Teil erledigt. Also, bleib ruhig noch. Ich glaube, du entscheidest, wo dein Teil endet. Was wirst du nun tun? Keine Ahnung. Aber ich kann nicht zusehen, wie mein Vater stirbt. Ich muss zurück. Ist gut. Die Sterne hier sind anders. Nein. Du bist es. Ich werde dich wiedersehen. Also gut. Schließ die Augen und halt die fest. Du darfst sie nicht verlieren. Daheim. Denk daran. Wiederhol es. Daheim. 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 So? Anderes daheim, anderes daheim, anderes daheim. Ah! Mist!
Nova! Sindri und rausfinden, wie ich Vater rette. Und ich muss irgendwie den Eisenwald und Angre Boda geheim halten. Worauf habe ich mich eingelassen? Ich gehe besser zurück zu Sindri, bevor jemand etwas merkt. Gedacht. Ich wollte Fenrir besuchen. Für zwei Tage. Ich... Lüg mich nicht wieder an! Warum kamst du her? Alleine? Suchst du den Tod? Nicht mehr als du. Dann sag! Sag, was ist es, das du verheimlichst? Ich habe versucht, diesen Pfad mit dir zu gehen. Wir folgen all deinen Launen. Du glaubst an nichts davon. Und doch folge ich dir. Denn alles, was zählt, ist, dass du sicher bist. Das allein ist nicht alles. Wer beschützt dich denn? Atreus, du musst mich nicht beschützen. Bist du dir sicher? Was weißt du? Ich kann's dir nicht sagen. Du musst mir einfach vertrauen. Ich vertraue dir auch trotz allem. Das ist nicht dasselbe. Warum? Du hast geschwiegen. So wie Mutter. Ihr hattet gute Gründe und ich auch. Warum kannst du nicht... Hinten!
jede nur vorstellbare Verletzung. Nein! Atreus! Das willst du nicht! Beruhige dich! Kontrollier's! Wir waren Verbündete. Atreus, bist du verletzt? Vielleicht. Vorerst zumindest. Bist du mehr wert für mich? Lebendig. Atreus, nach Hause. Nach Hause? Wirklich? Wenn ich zurückkehre, sagst du die Wahrheit. Jetzt muss ich ein paar Dinge klären. Wir nehmen ihn. Oh, Majestät. Schön, dass wir uns wiedersehen. Brautneffer. Lass ihn nicht aus den Augen. Du hast gehört, Sonnenschein. Komm schon, beweg dich mal. Was willst du, Freya? Ich werde nicht länger an diese Welt gebunden bleiben. Wir reisen nach Vanaheim. Tja, sind wohl nur wir übrig. Ein Tor nach Vanaheim. Kommt sofort. Wenn du noch gebunden bist, wie kannst du reisen? Ich habe einen Schutzkreis gewirkt, damit ich nicht aus dem Reich gezogen werde. Er sollte halten, bis ich finde, was ich suche. Und was ist das? Die Quelle der Magie, die mich an Midgard bindet. Wir werden sie finden und zerstören. Ich werde dir helfen, aber es wird nicht ändern, was ich getan habe. Ich weiß. Deshalb töte ich dich vielleicht trotzdem. Gehen wir oder was?